24 lange Jahre Qigong-Übung habe ich gemacht. Und was bleibt am Ende davon übrig? Darum geht es heute hier in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Heute erfährst du mal von mir, was ich selbst nach 24 Jahren, 5 Übungen des Wudang Qigong, selbst überhaupt noch für Übung mache. Übe ich überhaupt noch? Ist es langweilig für mich? Was geht dabei, Korno? Wie holt der sich selbst seine Energie? Oder macht der nur noch geheime Übungen, von denen der normale Schüler gar nichts wissen darf? Und die 5 Übungen, darüber lache ich. Habe ich früher mal als Anfänger gemacht, als ich noch nichts konnte. Nee, erstmal zu den guten Nachrichten. Die 5 Übungen stehen nach wie vor auf dem Programm. Das heißt, ich habe natürlich von meinem Meister auch noch mehr Übungen bekommen als die 5 Übungen und auch darunter einige fortgeschrittenen Übungen, die ich gerne mal mache, Geheimübungen, die ich an dieser Stelle auch nicht zeigen kann. Aber grundsätzlich stehen die 5 Übungen nach wie vor im Mittelpunkt. Und bei den 5 Übungen wohlgemerkt 2, und zwar die Meditationsübung und die Übung Stehen wie ein Baum. Wer hätte das gedacht? Das heißt, Energie tanken muss man nach 24 Jahren immer noch. Ha, hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht erst angefangen mit Qigong. So ein Stress. Ich dachte, ich bin nach ein paar Jahren fertig mit Projekt Qigong. Nee, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es lässt mich nicht los. Aber jetzt würde ich dir gern sagen, so ja, ich übe seit 24 Jahren jeden Tag 3 Stunden Qigong und mache das immer. Das gehört zu meinem Leben dazu. Ich genieße es. Alles ist super. Haha, Qigong. Nee. Ich will nicht sagen eine Hass-Liebe-Beziehung zum Qigong, aber es ist emotional und intensiv und so will ich auch mit Qigong in Verbindung treten. Und das bedeutet, Hass-Liebe war jetzt ein bisschen, glaube ich, überzogen, der Begriff. Hassen tue ich Qigong definitiv nicht. Lieben tue ich es auf jeden Fall. Aber ich will mal sagen, ich habe auch mal ab und zu die Schnauze voll oder dass ich sage, nee, ich brauche auch mal eine Pause. Das heißt, allen voran erstmal die Überraschung, es gibt tatsächlich auch Phasen von mehreren Wochen, wo ich wirklich wenig oder zumindest die 5 Übungen gar nicht mache. Und das ganz bewusst, nicht weil ich sage, boah, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich muss es ja immer auf Seminaren noch mitüben und so. Nee, ich mache diese Pausen bewusst, um Qigong zu vermissen. Da macht es spätestens Klick, denke ich, bei allen. Das heißt, wenn du Qigong mal wieder vermisst, dass dir das fehlt oder diese Wirkung oder du merkst, du bist nicht mehr so im Gleichgewicht, dann wirst du immer mal wieder echt daran erinnert durch das eigene Gefühl, was Qigong macht. Und wenn du versuchst, dich wie ein Roboter so zu programmieren, dass du halt immer jeden Tag Qigong übst, egal was ist und ob du Lust hast oder nicht für immer, dann kommt dabei am Ende häufig, ich sag mal, direkt hässliche Qigong-Übung heraus. Ein sehr hässliches Üben, ohne Geist, ohne Liebe, ohne Herz. Und daher würde ich dir dringend empfehlen, auch wenn du schon mehrere Jahre Qigong praktizierst oder es vorhast zu praktizieren, denk nicht als allererstes an die Pausen und dass du hier mal ein Jahr pausierst und da mal ein Jahr auch dann ja auch keine Übung mehr brauchst. Nee, es geht schon darum, dass wir möglichst viel und regelmäßig üben. Das ist schon Sinn der Sache. Nur diese Pausen, bei mir häufig im Sommerurlaub, wo ich dann vielleicht einen Wanderurlaub mache und das im Wandern dann Verbindung zur Natur mache, aber nicht dann in der Natur mich dann auch noch hinstelle und sage, jetzt hier auch noch eine Stunde Stehübung und dann geht es wieder die nächsten 10 Kilometer weiter den Berg hoch. Das mache ich normalerweise nicht, sondern gucke nur, habe ich Elemente, wenn ich nicht Qigong übe, habe ich Elemente in meinem Alltag, zum Beispiel im Urlaub wandern oder am Strand liegen und lesen, wo ich merke, ja, das hat so für mich den Qigong-Effekt oder da verliere ich nicht diese Verbindung nach innen. Denn noch einmal wiederholt, für mich ist Qigong immer wieder die Kommunikation mit mir selbst, mich mit mir selbst zu verbinden und nicht nur über mich selbst nachzudenken, wer ich bin und was falsch läuft und wer gemein zu mir war oder so, sondern wirklich diese Herzverbindung nach innen, mich zu spüren, mich zu fragen, wie geht's dir, was brauchst du eigentlich gerade? Also auch wirklich meinen Bedürfnissen auf den Grund zu gehen, in mich reinzuhorchen. Und nicht mich noch besser zu bewerten oder zu kritisieren und zu optimieren, sondern es ist mehr ein Zuhören als ein Kontrollieren. Und das brauche ich, da habe ich sehr viel Hunger. Und die 5 Übungen, die geben mir das, dass ich mich spüre, dass ich mich mir selbst zuwende, ganz, ganz entscheidend. Und in Pausen, wo ich nicht Qigong übe, also vor allem Meditation oder Stehübung, da achte ich dann aber sehr genau drauf, dass dieses Element, ich bin für mich da, nicht völlig verloren geht, sondern dass ich da doch in Kontakt mit mir bleibe.
Ja, genau. Das sind, wären so Beispiele, wie ich nach 24 Jahren mit meiner eigenen Qigong-Übung umgehe. Und dazu gehört im übertragenen Sinne auch auf jeden Fall meine Arbeit. Das heißt, wenn ich Seminare gebe, kann man ja auch sagen, wenn ich spreche, das ist ja dann keine Qigong-Übung in dem Sinne. Oder ja, man kann ja alles Qigong nennen so. Aber die Seminare, die machen auch auf jeden Fall die Arbeit mit Gruppen sehr viel energetisch mit mir. Das ist für mich wie eine ganz große Qigong-Übung. Selbst wenn man sagt, ja, du beim Seminar machst du ja auch die 5 Übungen oder Energiemassagetechniken, die du anderen beibringst. Aber allein dieses Ambiente, was wir da schaffen auf Seminaren, dieses ganz spezielle Ambiente, dieses Gefühl, diese Kraft, die wir da als Gruppe aufbauen, da merke ich auch, da muss ich nicht immer ganz speziell nochmal wieder Übungen draufpacken, sondern wenn es Seminartage gibt, übe ich für mich selbst zum Beispiel auch selten die 5 Übungen der Sudang Qigong, weil erstens auf den Seminaren selbst schon geübt wird und zweitens da schon so viel auch passiert in mir und durch diese Kommunikation mit Seminarteilnehmern, das ist für mich schon eine sehr intensive Übung, die mich bereichert, die mich zwar auch Energie kostet, aber auch mit Energie wieder verbindet. Ja, also Stichwort mit dem Herzen arbeiten. Ganz, ganz große Klasse. So, jetzt, wenn du noch Fragen hast zu, wie lange übst du so Meditation oder Stehübung? Naja, Stehübung ist dann bei mir meistens so, entweder 21 Minuten mache ich ganz gern oder 30 Minuten, aber selten weniger. Und das heißt nicht, du musst das genauso machen, sondern nur, das ist im Moment so mein Gefühl, wo ich denke, ja, wenn ich mich schon hinstelle für die Stehübung, dann sollten es auch mindestens 21 bis 30 Minuten sein. Aber nicht so wie früher in meinen wilden Jahren. Ich mache jetzt auch nicht mehr Stehsessions so mit 2, 3 Stunden Stehübungen oder mit Freunden mal 3 Stunden stehen im Kreis oder so. Da bin ich doch ein bisschen altersweise geworden. Habe ich zumindest schon lange nicht mehr gemacht. Heißt nicht, dass wir das nicht auch noch mal irgendwann zusammen hinkriegen. Aber ja, das ist so meine Zeit vom Stehen und von der Meditation her ist es eigentlich auch mindestens eine halbe Stunde bis 50 Minuten. Also länger als 50 Minuten am Stück mache ich eigentlich selten bis nie. Und in diesem Bereich, meistens 30 oder 49 Minuten, merke ich so, ja, da kommt genau dieser Tiefeneffekt, da komme ich ganz tief bei mir im Innern unten an und meine Gedanken werden schön ruhig. Und danach bin ich nicht mehr der gleiche wie zuvor. Ja, so viel, falls es dich interessiert hat, zu Kornos persönlicher Übung, wie er gerade Qigong übt. Und vom Spirit her, was für mich gerade jetzt in dieser Zeit ziemlich aktuell ist, auch das ganze Jahr, ich schon ein bisschen bei mir ein bisschen fokussiere, ist noch passiver werden, noch mehr laufen lassen, noch mehr mich hingeben, loslassen, entspannen, mehr Vertrauen, mich auf mein Vertrauen in den Weg und in meine Kraft, mich darauf einzulassen und weniger zu sagen, ich muss dies regeln, ich muss das regeln, das muss ich auch noch machen, dieses muss, muss, muss und ich mache es und ich mache das mit meiner Kraft und meiner Energie und muss es schaffen. Da würde ich doch langsam immer mehr, merke ich, von wegkommen und gucke immer mehr im Alltag, wie kann ich im Einzelnen Dinge mehr loslassen, mehr, ich will nicht sagen, auch delegieren gehört dazu, dass ich wirklich noch mal klarer sehe, das ist mein Bereich, aber es gibt eben auch den Bereich von anderen und den mache ich nicht mit, auch wenn es so einfach eben mal nebenbei ginge. Nein, Geduld, ruhig, Brauner, das sollen ruhig auch mal andere machen, nicht du alles. Und da ist auch Steffen eine ganz große Hilfe dabei. Also der hat auch dafür gesorgt, dass er mir zum Beispiel in diesem Jahr einige Dinge wie Steuer vorsortieren und sowas alles, dass er mir da vieles abgenommen hat. Und ich merke, da habe ich wieder beide Hände frei. Und genau darum geht es auch. Wenn du ein Lebenswerk hast, und das merke ich bei mir, sind die 5 Übungen, Qigong, die 7 Lehrschätze von Meister Dan Gong Zhong, dass ich die damit besser arbeiten kann und die auch besser geben kann, wenn ich beide Hände frei habe und wenn ich zu viel Kleinkram machen muss, wo man sagt, ja, aber es gehört doch dazu, als Selbstständiger musst du halt machen, da merke ich, dass mich das so überfordert, dass ich wirklich im Output so viel weniger werde, wie halt, wenn eine Hand hier auf den Rücken gebunden ist und du sagst, wow, toll, mit einer Hand kann ich so viel machen, aber stell dir die Frage, was könntest du mit 2 Händen machen?
Die Frage habe ich mir gestellt und merke, wow, mit zwei Händen, du verstehst hoffentlich, welches Bild ich damit meine, vielleicht kannst du damit auch was anfangen, dann kannst du vielleicht sagen, ja, du kannst das, aber ich kann das ja nicht. Ich hätte auch gern beide Hände frei für meine Tätigkeiten oder so. Geduld, Gemach, Gemach, das kommt schon. Erstmal ist es wichtig, aus meiner Sicht war das für mich wichtig, das Bewusstsein zu haben, wow, ja, wenn einem Dinge abgenommen werden, man noch fokussierter den eigenen Aufgabenbereich sieht, was ist mein Ding und was ist eben nicht mein Ding, dann entsteht da eine Eigendynamik, dass man im Laufe von 1, 2, 3 Jahren sein Leben langsam umstrukturiert und nicht holterdiepolter in 2, 3 Tagen versucht, das ganze Leben umzudrehen. Das ist gerade so mein Weg, den ich gehe, was für mich relativ wichtig ist. Und dann gibt es natürlich noch die inneren Geheimübungen, die hier und da sind, wo ich ganz tief ins Innere gehe. Aber darüber möchte ich an dieser Stelle gerade nicht sprechen, weil das, wie gesagt, im Innern bleiben soll, damit es besser arbeiten kann. Gut, ich hoffe, dir hat dieser Einblick gefallen, wie so ein Qigong-Lehrer, ein Qigong-Meister, wie da so die Übung aussehen kann. Und vielleicht hat es dich auch ein bisschen inspiriert für dich selbst, für deine eigene Übung. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.